Herzlich willkommen, ihr schaut Franks Heli Info. Heute wird gebastelt, juhu! Und zwar zeige ich euch, wie ich die Schutzkappen, die Polkappen für die 5,5 mm Goldstecker herstelle. Viel Spaß, bis gleich! Ihr werdet gleich sehen, es ist wirklich sehr einfach, diese Schutzkappen oder Polkappen herzustellen. Was braucht ihr dafür? Logischerweise Schrumpfschlauch, in meinem Fall Farbwahl, blau und gelb. Die findet man nämlich recht gut wieder, wenn die mal vom Tisch kullern oder im Rasen liegen bleiben. Ungünstige Farben sind schwarz oder dunkelgrün. Für die 5,5 mm Stecker habe ich gewählt 9 mm Schrumpfschlauch mit der Schrumpfrate 3:1. Bevor wir anfangen, es gibt noch eine Besonderheit, und zwar bei dem Stecker hier, das ist ja das Gegenstück sozusagen, den habe ich dreifach eingeschrumpft hier vorne. Da sind drei Lagen Schrumpfschlauch drüber. Warum ist das so? Denn, ich nehme den mal ab hier, so. So kommt er darauf, der wurde hier auch hergestellt. Damit der dann über das Original, über da, wo er dann hin soll, auch locker rüber geht, muss er ja, der Ring hier muss ja größer sein als der, logischerweise. Sonst stuckt es ja hier gegen. Und damit er da ganz locker drüber passt und das auch schützt, müssen hier drei Lagen Schrumpfschlauch drüber. So. Dann geht's los. Farbwahl ist bei diesem Stück hier, bei dem Stecker, innen gelb und außen blau. Damit das nicht kleben bleibt, könnt ihr es einmal in Wasser eintauchen oder Fitwasser, oder ihr macht sie ja für euch, dann könnt ihr es einmal anlecken. Ups, so. Ist eure DNA, die da drauf ist. Zack. Rübergeschoben, ein Feuerzeug. Jetzt aber darauf achten, dass ihr nicht oben die gelbe Flamme nimmt, sondern unten die blaue. Macht es in der gelben, ich mache mal die blaue, dann ist das hübsch. Wenn ihr das in der gelben Flamme macht, ich mache das mal, so hier, dann rußt das und dann sieht das aus wie Sau. Das sieht nicht schön aus. Das habe ich jetzt extra mal für euch versaut. Was ich nicht alles mache für euch. Dann wird der blaue darüber, zwei Schrumpfschläuche, damit das stabiler ist. So. Und jetzt kommt das Glas Wasser oder die Schüssel, sonst dauert das zu lange. Und wenn ihr zu früh hier dran zieht, wenn es noch warm ist, dann zieht ihr das auseinander. Jetzt ist es kalt und jetzt kann ich es abziehen. Hier, zack. Fertig ist die Schutzkappe. Den nehmen wir ab und hier seht ihr, geht ganz locker drauf. Und er hält wirklich sehr, sehr gut. Er fällt nicht einfach ab, sondern hält wirklich hervorragend. Die zweite Schutzkappe, das weibliche Stück hier, der darf natürlich nicht doppelt eingeschrumpft werden hier von dem Gegenstück, sondern ganz normal. Sonst würde ja die Schutzkappe wieder runterrutschen. So, oh, ich habe vergessen anzulecken. So, angeleckt, angeleckt, ist meins. Den will ich mir nicht versauen. In die blaue Flamme halten. 1:3. Schrumpfschlauch. So, der da drüber. Kurz reinhalten, damit es kalt wird. Und es ist kalt. Abziehen, das ist er. Zack. Hier auch nochmal austauschen. Da geht's rüber. Und hält wirklich hervorragend. Und ich nehme auch immer, ich mache nicht nur ein Pool schütze ich, sondern ich schütze immer beide. Falls mal einer abfällt, dann hat man immer noch einen zweiten Schutz. Doppelte Sicherheit sozusagen. Dann habe ich noch einen Tipp für euch. Es geht um ein Spezialtool, zeige ich euch gleich. Und zwar geht es um den Stecker hier. Der verliert nach einiger Zeit seine Haltekraft.
Was habe ich sonst gemacht? Einige von euch vielleicht bestimmt auch. Mit dem Schraubenzieher hier reingegangen und dann hat man das immer so auseinandergebogen. Die Gefahr besteht aber dabei, dass einer von diesen sechs sind es, glaube ich, dass einer von denen wegbricht. Dann war es das. Könnt ihr einen neuen drauflöten. Spezialtool ist ein 2,5 mm Imbusschlüssel. Nehmt ihr am besten einen, den ihr sowieso wegschmeißen wollt. Den hier oben ein bisschen anschleifen, dass er rund wird. Ich habe den auch nochmal hier abgeschnitten, abgesägt und habe ihn in eine Halterung hier reingemacht. Und zwar passt der 2,5 mm hier perfekt rein. Und jetzt nicht hin und her biegen, sondern einfach einmal drehen. Und schon sind die wieder gespreizt und passen sind und halten wieder sehr gut hier. Das noch als kleines Spezialtool-Tipp für euch. Und zum Schluss, das machen die meisten ja sowieso, wenn man denn einen 12S-Pack hat und das nicht vertauschen möchte hier, damit man auch auf Nummer sicher geht, habe ich hier nochmal einen grünen Schrumpfschlauch, dass ich das auf um Gottes Willen nicht vertauschen kann, dass diese beiden hier zusammengehören. Im Eifer des Gefechts ist mir auch schon passiert, dann habe ich so, oh ja, man denkt an seine nächste Figur, an seinen nächsten Flug schon, oder gleich wird es dunkel, schnell, schnell noch einen Flug machen, puff, und dann hat man den Salat. Hier grünen Schrumpfschlauch rum, aber so, dass man das Rote noch erkennen kann, Plus und Minus. Hier genau dasselbe, das Schwarze und Grün auf Grün und es kann eigentlich nichts passieren, auch wenn man so ein bisschen in Gedanken ist. Gut, so, dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Helikopterfliegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Frank. Ciao.